Stadionblock Grasshopper Club Zürich gegen den FC Luzern. Für den heutigen Stadionblock haben wir mega schlechtes Wetter verwünscht. Das sollte aber kein Stimmungskiller sein, weil denke daran, es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung. Oh, oh, oh. Am Anfang sind wir ein bisschen verschrocken, wie wenig GC-Fans in der Kurve hat. Der Sektor hat sich aber nachher dann noch gefüllt. Und ich muss auch ehrlich sagen, der Stadionsprecher von GC geht mich auf die Nerven. Hey, es geht doch ein bisschen leiser, da blutet man doch fast aus den Ohren. Die Mannschaften kommen rein, das Spiel geht los, auf beiden Seiten ist gute Stimmung und nach nicht mal 10 Minuten werden die ersten Fackeln gezündet. Nach den ersten Drinks stellt Jenny auch fest, dass die Luzerner recht laut sind und gute Stimmung machen. GC war zu diesem Zeitpunkt die bessere Mannschaft. Sie haben viel mehr Torschancen, aber keine können nutzen, darum steht es zur Halbzeit 0-0. In der Pause haben wir ihnen etwas zu essen wollen geholt und dann sagen sie zum Stand einfach, dass sie jetzt zumachen. Ja, perfekt. Einfach mal in der Mitte vom Spiel einen Stand zumachen. Ist mir also auch noch nie passiert im Stadion, aber wahrscheinlich ist einfach zu wenig gelaufen. Dann haben wir uns den letzten Burger halt am anderen Ende vom Sektor geholt. Und meine Begleitung hat heute passend zum Spiel richtig coole Retro-Shirts angehabt. Danke an retroshirts.ca, die haben uns die coolen Liebli zur Verfügung gestellt. Checkt doch mal ihren Online-Shop ab, dort findet ihr ganz viel so Vintage-Liebli. Und ich muss wirklich ehrlich sagen, vor allem das GC-Liebli sieht sehr stylisch aus. Checkt doch sehr gerne mal ihren Shop ab, alle Links sind in der Beschreibung. Da bin ich brennt die Mandel und Magenbrokkoli. Ich finde das recht cool, dass man das im Stadion kaufen kann. Und genau dann passiert es 1-0 für Luzern. Toppers macht aber weiter in guter Stimmung. Zum Ausgleich langt es leider nicht mehr. Luzern gewinnt das Spiel in Zürich mit 0-1. Dann winkt mir noch den Pascal Loitz zu. Ich glaube aber, er hat eher seiner Mutter zugewunken. Luzerner lassen sich für ihre Mannschaft feiern. Schreibt eure Meinung zum Blog jetzt in den Kommentaren und abonniert mich auf Insta, um keinen Blog mehr zu verpassen.